Hallo und herzlich willkommen bei wachtelfrauen.com. Nochmal ein neues Video von der Einrichtung des Brutschrankes oder meines Brutkastens, den ich euch gestern im Video vorgestellt habe. Jetzt ist er bezugsfertig. Ich werde nachher schauen nach der Glucke. Wenn sie denn die Eier wieder alle zusammengesammelt hat, dann werde ich sie vorsichtig hochnehmen, werde zwei Eier mitnehmen, die sie sich dann hier ja, unterlegen kann, unterschieben kann. Und dann kann die Brut losgehen. Erstmal etwas notdürftig noch. Ich habe hier erstmal nur eine Schüsselschale mit Futter, bisschen Grit untergemischt. Ich habe einen Futterautomaten bestellt. Ich denke, der wird morgen ankommen. Ich habe auch eine spezielle Wachtel- und Kükentränke bestellt. Vorher muss die erstmal ausreichen, aber ich sag mal, das ist okay. Es dauert ja auch eine Weile, bis die Wachtelküken schlüpfen, wenn sie denn überhaupt schlüpfen. Ihr habt mir mit euren Kommentaren schon doch so ein bisschen Kummer bereitet. Wir werden sehen, ich lasse mich überraschen. Ja, ich habe Tannenzweige von der Blautanne mit eingelegt. Hier stelle ich mir vor, vielleicht stellt sich die Glucke das nachher anders vor, dass hier so das Nest hinkommt. Deswegen ist es mit Stroh ausstaffiert, bisschen mit Tanne nach oben abgedeckt, einfach, dass es ein bisschen natürlicher wirkt. Hier habe ich ein Sandbad. Das ist so ein Blumentopf, Blumeneimer, wie er im Handel benutzt wird, wo dann hier diese Osterglocken und der ganze Kram drin sind. Habe ich einfach vorsichtig ein Loch reingeschnitten. Und man sieht es vielleicht ein bisschen. Hab da den Sand eingefüllt. Ja, jetzt müssen wir schauen. Die Bruteier kommen morgen an. Mein Schwiegervater sagte mir, die müssten noch 24 Stunden ruhen. Und dann werde ich die hier der Glucke unterlegen und hoffen, dass das funktioniert. Also eigentlich habe ich hier alles gemacht, damit sich die Dame wohlfühlt in ihrem Job als Amme, als Brutmaschine. Und ja, wir werden sehen. Ich lasse mich überraschen. Ihr kriegt natürlich immer mal wieder Status-Updates und Videos dazu. Und dann drücken wir mal ganz fest die Daumen. Gut, wenn dir der kleine Überblick gefallen hat, dann lass einen Daumen nach oben da. Vielleicht würdest du irgendwas noch ändern an der Einrichtung. Dann kommentiere es einfach. Ich mache mal zu, damit ihr auch seht, wie das Ganze wirkt. Wenn es zu ist, also es ist immer noch genug Licht drin. Ja, und falls noch nicht geschehen, lass ein Abo da und verpasse kein künftiges Video mehr hier bei wachtelfarm.com. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.